Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ist der dritte und letzte Teil meines PC-Umbaus zur Custom-Wasserkühlung. Ich fange gleich erstmal damit an, die Borisilikatglasröhren, wo letztendlich die Kühlflüssigkeit drin fließen wird, in Form zu schneiden. Anders als bei den PETG-Hardtubes, die man quasi über einen Heißluftföhn biegen kann, kann man das logischerweise mit dem Glas nicht tun, weil man das auf über 500 Grad erhitzen müsste, damit man das biegen kann. Logischerweise muss man nach dem Schneiden der Glasröhrchen sie auch von den scharfen Kanten befreien. Dafür nehme ich sehr feines Schleifpapier und schleift damit einmal ein bisschen die Kanten ab, damit die Dichtungen in den Winkelsteckern nicht kaputt gehen. Nach dem Zurechtsägen und Abschleifen der Hardtubes begeben wir uns wieder zum Gehäuse und schließen nun unser kleines abgesägtes Stück an den dafür vorgesehenen Platz. Im Anschluss werden wir dann schon mal das nächste Röhrchen ausmessen, damit wir es gleich unten zurechtsägen können. Zum Anzeichnen der Schnittlinie habe ich mir eine kleine Hilfe genommen. Und zwar habe ich mir einen relativ breiten Kabelbinder genommen, ihn fest um das Röhrchen drum gezogen. Somit habe ich quasi eine gerade Linie bekommen und musste es nicht freihand zeichnen. Ich spüle die gesägten Röhrchen grundsätzlich mit destilliertem Wasser aus, damit keine Rückstände vom Glasstaub oder sonstige Verunreinigungen zurückbleiben können und damit vielleicht die Kühlleistung mindern könnten, da sie sich im Radiator eventuell festsetzen könnten. Im vorderen Teil, der von der CPU quasi in den Radiator reinführt, konnte ich Gott sei Dank noch ein kleines Teil nehmen, was ich vorher schon mal zurechtgesägt hatte, was quasi verschnitt war. Das hat da exakt reingepasst. Der Grund, warum ich Borisilikatglas-Hardtubes verwende, ist an sich ganz einfach. Und zwar hat Borisilikatglas gegenüber von PETG bzw. anderen Kunststoffrohren den Vorteil, dass es eine sehr, sehr hohe Hitzebeständigkeit hat. Wobei die Kunststoffrohre und PETG schon bei ca. 50 Grad weich werden und sich somit verbiegen können, ist bei Borisilikatglas erst bei 500 Grad Schluss. Natürlich ist das eine Temperatur, die man niemals in einem normalen System erreichen wird. Und das zweite ist quasi, wenn man farbige Flüssigkeit im System hat, nehmen normale Kunststoff-Hardtubes nach gewisser Zeit die Farbe mit auf. Heißt, man hat quasi immer so einen leichten Schleier mit denn in dem Tube drinne, was man beim Borisilikatglas natürlich nicht hat, weil es eine glatte Oberfläche hat und halt Glas ist.
weiterer Grund, warum ich mich für die Glasröhrchen entschieden habe, ist, dass die quasi dauerhaft glänzend und durchsichtig bleiben, wo es bei den PETG bzw. Acrylrohren leichte Ermattungserscheinungen geben kann, bzw. sie können letztendlich auch Risse bilden, was bei den Borosilikatglas-Hardtubes nicht der Fall ist. Die sind durchgehend eigentlich robuster, ist halt etwas schwieriger zu verarbeiten, da man sie alle sägen muss und dann noch abschleifen muss, damit keine scharfen Kanten zurückbleiben. Aber ich denke mal, das ist es wert. Beim Einstecken in die Fittinge muss man natürlich aufpassen, dass man trotz abgeschliffener Kanten nicht noch irgendwie die Dichtungen zerstört, weil das Glas ist natürlich trotzdem noch sehr hart und kann natürlich dazu führen, dass man eventuell eine Dichtung beschädigt, was natürlich nicht so toll wäre, weil dann das Wasser auslaufen würde. Jetzt, wo das letzte Röhrchen gesägt wird, können wir uns schon mal an das Auspolstern des Gehäuses mit Küchenpapier bereit machen. Da ich das auspolstern möchte, für den Fall, dass es irgendwo doch eine undichte Stelle gibt. Somit kann denn die Flüssigkeit, die im Röhrchen drin ist, nicht auf die Elektronik tropfen. Auch wenn das grundsätzlich eigentlich nicht schlimm wäre, da die Flüssigkeit elektrisch nicht leitend ist, muss man das, finde ich, nicht riskieren, dass es irgendwo rauftropft und dass man es wieder trocken machen muss. Wenn man alles ausgepolstert hat mit Küchenfolie, kann man sich daran machen, quasi die Pumpe anzuklemmen ans Netzteil. Wenn man ein zweites Netzteil hat, würde ich empfehlen, das zu nehmen, damit man nicht die ganze andere Elektronik auch noch unter Strom setzt. Wenn man natürlich ein zweites Netzteil nimmt, ohne dass ein Mainboard dranhängt, startet das Netzteil natürlich nicht. Da gibt es einen einfachen Trick. Und zwar muss man denn am Netzteil, an dem großen Mainboard-Stecker, einfach nur beide Pins brücken. Das ist einmal der
grüne Pin. Den muss man brücken mit einem schwarzen Pin. Heißt, der grüne stromführende Pin mit einem Masse-Pin, der schwarz ist, brücken. Und schon startet das Netzteil quasi auch ohne Mainboard. Nun können wir den Ausgleichsbehälter mit der Flüssigkeit füllen und das Netzteil einschalten. Somit wird die Pumpe mit Strom versorgt, was dazu führt, dass sie ansaugt und das System mit Flüssigkeit füllt. Nun, wo die Kühlflüssigkeit im System ist, sind wir quasi fertig und können uns daran machen, das System zu übertakten und die Kühlleistung herauszufinden. Dazu komme ich aber in einem anderen Video, wo es dann quasi nur darum geht, wie die Kühlleistung vom System mit Standardtakt ist und einmal mit quasi Overclock. Mal gucken, wie hoch wir es treiben können. Wird bestimmt interessant. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zu sehen, wie ich mich dabei angestellt habe. Das war meine erste Custom-Wasserkühlung. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Bis dahin, ciao!